Hallo meine Liebfreunde, willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier von Daisy. Heute dabei, das ist hier unten der Seppel. Hallo. Hallo. Und die gute Mozi. Hallo. Ja, der Seppel gibt mir Rumlauffeuerschutz und der Seppel macht Lauffeuerschutz mit Snipen und ich habe hier eine AKM und Mozi ballert. Wir laufen beide ins Krankenhaus rein. Sind hinterm roten Tresen. Mal gucken, ob wir die kriegen. Und ich werde wahrscheinlich sowieso voll. Welche Seite vom roten Dresden? Linke Seite sind sie rein. Richten den hinteren Raum. Ja, vermutlich. Ich sehe es halt nicht, wenn sie rechts vom Dresden wieder rauskommen, ne? Ja, aber das sehe ich. Das habe ich im Blick. Ich stehe im Busch und kann auch rüber gucken. Also wenn die rauskommen, sagt ihr, seht ihr sie? Ja. Ja. Ah, in der Industrie. Ja, da, ich war gerade in der Industrie hinten. Ah, okay, okay. Du jetzt am Krankenhaus? Nee, jetzt renne ich rüber. Dann steht einer am Krankenhaus. Wo da? Einer hat ist rausgelaufen. Treffer. Hat einen Treffer wieder. Ja, ist wieder dahinter gerannt. Und ist tot. Ja, aber der zweite stand dort auch noch, ne? Den mit der weißen Maske habe ich abgeknallt. Ja, die waren zu zweit. Wo hast du den angeschossen? Achso, das brauchst du jetzt, glaube ich. Ja, genau, ich bin grün mit Smash. Ja, da ist auch zu dem roten Dresen gerannt. Und der zweite war das halt auch bei dem roten Dresen. Ah, der liegt da drinnen ohnmächtig. Okay, einer tot, einer ohnmächtig. Das ist doch gut. Kommst du? Jetzt ist er tot. Kommt zu dir. Willst du eine MP5? Oh ja. So, MP5 auseinandergebaut. Schöne Hose doch. Hab mal noch ein bisschen Winchester Money mitgenommen. Warst du eine TTSKO-Hose in der Woche? Ja, ich hab die gerade abgeworfen. Ich würde die sonst mitnehmen, aber ich weiß noch nicht wie. So, ich weiß wie. Kugelsicher. Mal ein bisschen Deckung, bitte. Sofort. Wo ist die blaue, gelbe Box hin? Ich hab die gerade zerschnitten. Och. Dann hast du mir gerade einen Teil meines Loots zerschnitten. Och nö, wirklich? Ja, du hast mir die MP5-Magazin und den Schalldämpfer, glaube ich, zerschnitten. Oh mein Gott. Entschuldigung. Naja. Macht nichts, Seppel, davon haben wir genug. Brauchst du noch einen Salin-Error? Nee, ich habe hier gerade noch eins eingesteckt. Ja, ich habe nämlich hier eins zu viel. Man kann nicht zu viel haben. Brauchst du noch irgendwas? Wollen wir los? Bin los. Geh wieder auf Ausgangsposition. Ach, Seppel? Ja? Ich habe gestern einen auf meinem alten Rohrsystem hier erschossen. Der hatte ein Black Tactical Shirt an. Okay. Ja, ungefähr so haben wir auch geguckt. Oder reagiert, gestaunt. Bambi Richtung Krankenhaus von der Polizei. Wo kam der Schuss her? Keine Ahnung. Oben, ganz oben drauf läuft ein Bambi.
Auf Triple Yellow. Bogen Aero, stehen zwei Bambis. Ja, ich habe gerade mal einen Spieler abgeknallt, der neben mir gespawnt ist gerade. Ja. Wo bist du? Neben dem Krank, also auf der Wiese, gegenüber von der Industrie. Hinten auf den Schienen war auch gerade ein equipter Spieler. Seppel, bist du beim grünen Shoppen? Ja, ja. Ist er abgeknallt? Der equipte Spieler hatte übrigens eine Armbrust, die ist aber total zerlächert. Sorry, aber ich verstehe gerade nicht viel. Die rennen ja an diesem blöden Schuppen rum. Ich komme ja schon. Deine rennt weg. Der ist beim Stromhaus. Ich komme weiter zu dir. Der rennt jetzt ins Krankenhaus. Was bist du das denn? Ja, das bist du. Oh Manu, ich wollte den letzten Schuss machen. But you're cool. Der andere ist wieder beim Stromhaus. Kurz nachladen hier drin in dem Schuppen. Ich kann den Zombie gar nicht abknallen. Ja, scheiße. Voll die Bambi-Jagd hier. Eingeschlagen. Schlechter Schuss aber. Mann, ich schieße hier ab voll daneben. Also hier jetzt läuft sie nicht auf dem Server. Ja, der Server ist schuld. Ja, mich wundert, der hat eigentlich immer eine relativ gute Performance. Ja, ich schieße anscheinend, also wahrscheinlich für die Performance, für den Ping, den ich habe, nicht gut. Ich merke es bei mir aber auch. Wo haben wir denn jetzt den nächsten Spieler? Gute Frage, nächste Frage. Ja, das waren ja jetzt schon drei. Gefühlt haben die nicht. Hab einen. Ich wollte gerade sagen, hier war gerade eine Winchester. Ja, ich habe keinen Schalldämpfer drauf. Braucht man auch nicht. Und zwar hier hinter zu Richtung Feuerwehr. Beziehungsweise Richtung Tech, da stand hier gerade einer. Da liegt eine Bambi-Leiche und da stand da noch einer dazu und den habe ich gerade abgeknallt. Der Ausgerüstete, den Muzi meinte, der war, wie gesagt, total zerschossen Richtung rotes Gebäude hier bei diesem rot-grünen Gebäude Brotech gelaufen. Ich laufe da jetzt mal. Bambi vom grünen Haus auf die Schuppen vor deiner Position. Ja. Also vor deiner eigentlichen Position. Ja, ich werde mal ein bisschen Ruhe bewahren hier drin. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich Bambi bin ja nicht so weit gelben weg. Schuppen. Bambi im gelben Schuppen, Bambi aus dem gelben Schuppen raus. Neben dem grünen, vom grünen vorbeigelaufen. Sag mal Entschuldigung, tut mir leid. Nö. Der wollte gerade reden, das war der, den ich vorhin gejagt habe, der Russe. Ja, hab ich gesehen, so zerfleddert wie er war. Schuld, wenn er wiederkommt. Nicht erschrecken, ich laufe hier über die Straße. Ja, seh dich. Was hat der denn für eine tolle Gasmaske auf? Und eine Waffe? Irgendeine Billo-Waffe. Eine Trumpet. Ja, eben. Die sammle ich nicht mal auf. Kannst
du nicht einfach so die Waffen liegen lassen, Nero? Ja, die gute Waffe, die selbst wenn er mich trifft, ne, wo nichts passiert, außer dass ich blute. Ja, aber ist egal, Waffe ist Waffe. Das ist keine Waffe, das ist Spielzeug. Ja, na und? Auch Spielzeugwaffen können töten, ne? Ja, eben. Aber nur vom Feeling her muss ich dazu sagen, die AK-74 fühlt sich beim Schießen besser an. Die ist auch besser wie die AKM. Aber die AKM macht halt mehr Sinn durch die Magazingröße. Also wie gesagt, ich nehme alles zurück, was ich über die AK-74 gesagt habe. Hier liegen voll viele Leichen. Wo, hier? Unter dem Rohr, also wenn du... Ah, was sag ich denn? Richtung Texas, wie heißt das? Tech-Gebäude braun ist. Genau. Musst du einfach gerade runter gucken, dann siehst du sie. Ja, seh ich. Da habe ich einen abgeknallt von. Ich versuche mich hier gerade hinzulegen. Ja, genau, dort, den mit der Waffe, den habe ich abgeknallt. Der hatte Federn dabei, ruinierte. Ja gut, einer hat eine Trumpet, der andere hat eine Mosin. Beide haben keine Muni. Biegen lassen, ignorieren. Ja, habe ich jetzt auch. Ich habe nur den Hut für Mozi mitgenommen. Hier hinten ist noch ein Bambi mit Autoreifen. Was wollen die ganzen Bambis bei dir? Keine Ahnung. Du bist ein Bambi-Magnet. Gott, wo ging der denn hin? Wo ist der denn gerade? Ich komme hier gerade um die Ecke gelaufen. Den links neben mir. Oh, ich werde gehauen von hinten. Wo bist du denn? Du oller Penner. Wo ist denn der hin mit seinem Reifen? Hier. Alter, der hat mir richtig Schaden gemacht. Achtung, der kommt. Hey Digga, ich hab mich gesetzt! Ich bin Deutscher! Wir müssen zusammenhalten! Wo ist denn der? Nein, da drin ist ja auch noch einer! Ist der geil! Ich schieß nicht auf den. Ich bin noch unausgestattet. Oh, der Typ ist cool. Warte. Der ist unausgestattet, ist doch egal, oder? Der wäre jetzt gleich, weil ich verbinde. Dann verbinde dich, ich schieß auch nicht mehr. Ja, wirklich? Ja, verbinde dich. Ja, super. Was war das denn? Hast du den jetzt abgeknallt, Nero? Nein, ich war es nicht. Das war Mozi. Oh Mann. Der war cool. Also ich lag. Also ich hätte nichts gemacht. Ich habe auch nichts gemacht. Das war die Waffe. Und jetzt heißt es wieder die Deutschen, sie sind die schlimm. Ja, sind sie auch. Seppel ist der Schlimme. Warum? Ich hab den nur angeschossen. Ja, siehst du? Den leiden lassen. Alter, der mit den Fäusten hat mir richtig Damage gemacht. Hä? Das war Luca. Oh Mann. Der Arme. Ich leg mich mal wieder unter Stromhaus. Mal gucken, was passiert. Aber geil. Hier drin ist ja auch noch einer. Der Typ war cool. Ja, auf jeden Fall. Das Stromhaus ist abgeschlossen. Ja, wird bestimmt wieder irgendein blöder Glitcher drin oder irgendwas. Dann soll er doch rauskommen, liege ich im Weg. Stay-Z, da gibt es keine Glitcher. Oh. Mutzi, siehst du den Schuppen? Welchen Schuppen? Wo ich drin bin? Ja. Müssen wir mal schnell was zu trinken holen. Bin sofort wieder da. Ich bin also quasi dafür verantwortlich, wenn deine Sachen gleich weg sind. Ja, dann steh auf. Ist okay. Wieder da? Ich stehe jetzt hier im Beton drinne, weil er unbedingt beim Trinken aufstehen muss. Du stehst im Beton? Ja, in diesem Durchgang. Der ist einfach mal dadurch aufgestanden. Okay. Ach, vom Stromhaus? Ja, genau. Ah, alles klar. Ah, der Typ war cool. Da ist ja noch einer drin. Ja, okay. Aber eine Winchester auf dem Bambi, direkt in den Oberkörper und er lebt noch.
Vielleicht kommt er ja wieder. Vor allem aus dieser Entfernung. Ich mag, dass diese Kamera in den Beton reingeht. Finde ich super. Naja, zumindest nicht ins Gebäude. Also ich glaube, wenn ich jetzt rumlaufe, so wie ich das jetzt gerade tue, hole ich mir ab jetzt eine AK-74. Die ist ganz geil. Also zum Rumlaufen und Verlieren ist die gut. Ja, und nicht unbedingt selten. Ja, deswegen, komm, damit der läufst du rum, wenn sie weg ist, ist sie weg. Das stört keinen, aber macht gut Damage beim Laufen. Ja, das stimmt. Luca, wo bist du? Wer denkt jetzt wahrscheinlich, du bist voll das Arschloch? Ich hab einen Nerv geknallt, ich schlag. Ja, das weiß er doch nicht. Na gut. Ja doch, er hat mich ja gesehen. Er stand ja direkt vor mir. Ja, und dass ich es nicht war, wusste er auch, weil ich habe eine falsche Waffe. Ja. Ich verpetze Mozifern. Das weiß ja niemand hier in der Aufnahme. Wer soll denn das schon wissen? Edge, Edge. Tja, liebe Leute, legt euch nicht mit Frauen an. Das passiert davon. Ach, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken, damit du es auch hörst. Ich meinte, legt euch nicht mit Frauen an. Das passiert davon. Ich glaube, der kommt über den Sniperberg wieder. Mal gucken, ob er aufs Krankenhaus direkt zuläuft oder Richtung Polizei. Schießt nicht auf mich, ich bin Deutscher. Wir müssen zusammenhalten. Genau. Zack, ein Treffer in den Oberkörper, zack, tot. So halten wir Deutschen zusammen, ne? Ja. Ich bin ja geneigt, dieses blöde Stromhaus aufzuschließen. Ich habe tatsächlich einen Türenöffner dabei. Ganz schön öde hier unten drum, rumzuliegen. Wobei ich der Meinung bin, so zerschossen wie ich jetzt bin und so dunkel, sieht man mich noch schlechter als das eine Mal in der Aufnahme. Ja, den Vorteil doch ausnutzen. Ich habe auch meine Lieblingshose an. Ja, ich bewege mich noch mal ein bisschen. Es ist ein bisschen öde hier rumzuliegen. Beobachte noch von mir aus. Mir fliegt die ganze Zeit so eine blöde Fliege rum. Sollte mal wieder baden gehen. Sie fühlt sich... Oder die Toilette benutzen. Ja, oder das, ja. Oder beides. Baden, Kann nur eins von beiden. Kacken oder baden? Da bin ich lieber kacken. Also ich bin jetzt an der Betonwand und gucke in Richtung Baustelle, da ist auch nichts los. Ja, ich mag das schon. Und das auf einem vollen Server. Traurig. Ich habe noch 31 Schuss, da muss ich das Magazin wegwerfen. Oh nein. Warum 31? Dann ist es halt leer. Bei einer AK? Bei einer AKM? Achso, AK. Ach ja, stimmt. Aber ich habe noch ein zweites Mag mit, also von daher. Und auch sonst würde 31 verpassen. Ja, stimmt. Ein Magazin plus der eine in der Waffe. Ah, ja, stimmt. Ich bin hier vor dir. Oh nein, töte ihn. Bam, 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 bam. Equip der Spieler vor mir. Okay. Jetzt schön in den Rücken rein. Da läuft was bei der Polizei.
Wenn es zu uns kommt, sag Bescheid. Nö. Wie nö? Läuft da nicht. Kein Bock und so. Das war bestimmt Luca. Luca, wir vermissen dich. Ich bin tot. Ich bin bei dem blauen Tor bei dir, wo du sonst immer warst. An der Ecke zu dir hin. Ich habe aber keinen Schuss gehört. Ich habe einen Schallgedämpften gehört. Den habe ich nicht mehr gehört. Das war cool. Nee, steht da Luca, wir vermissen dich tot. Gut, Luca, wir vermissen dich nicht. An dem blauen Tor zu mir. Ja. Neben seiner Position oder wie? Neben der alten Position. Ja, okay, okay. Auf der rechten Seite des Tores, da wo auch diese Hütten sind. Aber da ich bis zuletzt meine Küpp noch habe, ist noch niemand hingelaufen. Oh Mann, jetzt war nicht scheiße, das kann wieder dauern. Ja Leute, wir sehen uns gleich wieder.